Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Und ja, die neue Erweiterung ist rausgekommen. Und in unserer aktuellen Runde läuft es da noch nicht so gut, leider. Mal sehen, wie es jetzt weiter verläuft. Und auf jeden Fall werden wir halt nochmal unsere ersten Packs aus der neuen Erweiterung dann nach dieser Runde öffnen. Mal sehen, was das alles dann heute wird. Okay, Portalcraft, Is fighting and despair all you know? Activate, enhance, fire. Okay, das ist eigentlich ganz interessant. Der ist auch in Ordnung. Na komm, ich lasse die Hand einfach mal so da. Das ist nicht so schlecht, dass ich als zweites dran bin, für mich zumindest. Okay. Oh, Holy Lancer. Ist geil natürlich. Aha, die ist auch ziemlich gut eigentlich. Oh, Wingstaff Priestess. Das ist für mich auch sehr gut. Die werde ich auch gleich spielen. Das ist natürlich bescheiden für mich insofern, dass... Obwohl, ich könnte sowieso... Okay, ich denke, ich spiele doch Saintly Squeaks. Den kann ich wenigstens 1:1 traden. Das gibt mir dann wenigstens den Vorteil. Obwohl, wenn ich Wingstaff Priestess im vierten Zug spiele, die dann von... Den könnte ich... Das ist eigentlich keine so dumme Idee. Okay, das war irgendwie ziemlich blöd. Ich hätte erwartet, dass das quasi nur funktioniert, wenn ein Terran Great Tree im Spiel ist. Vielleicht lässt er den ja in Ruhe, das wäre ziemlich lustig für mich. Nächsten Zug kann ich auf jeden Fall Fiery Pain spielen. Damit habe ich da natürlich dann den Holy Flame Tiger, den ich evolven kann. Ein 6-6er. Das ist nicht so mies. Okay. Okay, der Mist. Das ist doch nervig. Gut. Das Blöde ist, er kann beides theoretisch ohne Probleme traden. Und dadurch bringt mir den zu spielen da auch schon um einiges weniger, leider. Okay. Warte mal, was macht das nochmal? Okay, das ist scheiße. Okay, das geht noch. Komm, hopp einmal. Was mache ich jetzt? Ich spiele den. Einfach weil ich es kann. So. Nächsten Zug kann ich dann eventuell Holy Lancer spielen. Ich habe auch noch einen Black Inscripture. Der hier wird ja auch noch aktiviert dann. Das ist nicht so schlecht. Also mal sehen, was er jetzt macht, vor allem.
cutting-edge beast-taming technology. Mhm, interessant. Finde ich nervig. Oh, fuck you. Obwohl, könnte schlimmer sein, also. Ich bin gerade am Überlegen. Sollte ich den jetzt spielen und... Ach komm, ja. Komm. So. Ja, ist dann nicht optimal, aber es wäre natürlich geil, wenn ich jetzt noch einen Holy Lancer ziehen würde. Dann damit würde ich dann nämlich noch meine Cavalier-Armee quasi nochmal hochpushen weiter. Nächsten Zug könnte ich den machen. Aha, Puppets, so nervig. Oh fuck. Er wird den definitiv killen, ja. Ehrlich, das geht sogar für mich noch. Yippie! Das war ganz glücklich für mich. Fuck you. Okay. Fange ich erstmal damit am besten an. Und dann am besten den. Und... geht am Face. Der hier ist dann gleich weg. Ja, er kann den traden, Mist. Egal. Okay, tötet ihn nicht. Interessant. Mal sehen, was daraus dann... Okay. Das ist für mich ganz gut, damit kriege ich halt Puppets auf die Hand. Das ist... Okay, das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich blöd für mich. Weil ich damit den nicht mehr komplett killen kann. Und er ziemlich viel da auf die Hand bekommen hat damit. Es ist alles nicht gut. Ich werde dieses Match hier wieder verlieren, das sehe ich jetzt schon. Ich kann das jetzt schon nicht mehr gewinnen vernünftig. Das befürchte ich leider jetzt schon wieder. Der ist schon mal weg. Okay, interessant, dass er das so macht. Finde ich ein bisschen komisch, aber hey. Ah fuck, ich krieg gleich auch wieder ziemlichen Schaden. Hey, ist das ätzend. Ja, der Deckflehen, ich natürlich. Die ich damit zu den nächsten Kürzen nochmal auf Artifacts Cat with different. Achso, Oh fuck you. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Wenigstens ist es so rum. Trotzdem ändert das nichts daran, dass ich jetzt tot bin. Ich kann das nicht stoppen. Es ist
nicht möglich für mich, das jetzt aufzuhalten. Ich bin tot. Ich kann dagegen jetzt gerade nichts tun. Ah, ist das ätzend für mich. Das ist wirklich bescheiden gerade. Ist mein Deck wirklich so schlecht, was ich habe, oder ziehe ich einfach diese Karten oder spiele ich die Scheiße? Das ist natürlich die große Frage jetzt dabei. Auf jeden Fall ist das echt keine gute Runde gerade. Wirklich keine gute Runde. Stil am Bettler. Was auch immer der Bettler hat. Okay, Shadowcraft. Mal sehen, was das dann werden kann. Das bringt mir gerade noch nicht so viel. Ich werde mit mal Code Heretic Sister wahrscheinlich anfangen. Holy Lancer ist eigentlich schon mal ganz vernünftig. Auch wenn das noch nicht ganz so das ist, was ich jetzt gerade haben möchte. Gut, dann fange ich damit mal an. Apollo. Ist schon mal in Ordnung. Damit kann... Banish ist eigentlich sogar auch ganz gut für mich. So. Damit habe ich schon mal ein bisschen einmal gebanished und habe einen Schaden gemacht. Das ist eigentlich für mich auch in Ordnung. Das ist tatsächlich auch ganz gut für mich. Im nächsten Zug denke ich, spiele ich den hier. Eventuell, ja, ich könnte den sogar evolven dann. Dann hätte er noch Bane. Okay. Das ist natürlich ätzend für mich. Okay, when you play a follower. Achso. When you play a follower with an original attack of one the first time you. Okay, das ist ätzend. Ich bin jetzt echt ein bisschen am Überlegen, was ich mache. Ich denke, ich spiele den einfach so. Bringt mir gerade nicht sonderlich viel, den zu evolven. Daher mache ich so. Es ist mal wieder nicht so optimal alles. Das ist ätzend. Komm, was macht er? Ich warte immer noch. Okay. Oh, fuck it. Ist das nervig. Er kann den theoretisch komplett killen. Indem er die beiden tötet, den da rein. Und der würde immer noch stehen. Ey, scheiße. Okay, interessant. Das macht das leider auch nicht besser. You were
So, den da einmal rein. Und den spiele ich jetzt nochmal. Das ist nicht optimal, aber... So muss er wahrscheinlich wenigstens einen von den beiden opfern. Es ist nicht gut irgendwie gerade. Oh, fick dich. Das war richtig ätzend für mich jetzt. So, was kommt jetzt von ihm dagegen? Es ist irgendwie zum Großteil ziemlich mies für mich, das Ganze gerade. Das finde ich nicht gut. Also entweder hat was auch dann, womit er evolven kann und die... Oh, fuck you. Oder macht das so. Okay, jetzt ist natürlich auch noch die Frage, wen trifft das hier? Es wäre fast sogar für mich schon besser, wenn es den hier treffen würde. Obwohl es kommt eigentlich darauf an, was für eine Karte ich danach ziehe. Okay. Okay. Doch nicht so ganz, wie ich es gerne gehabt hätte. Gut, dann fange ich mal damit einfach an. Es ist nicht so optimal für mich, aber... Oh, fuck you. Oh, fuck you. Oh, das habe ich verpennt. Oh, nein. Oh, ist das ätzend. Das war natürlich so ziemlich der größte Fehler, den ich hätte machen können. Du kannst mich auch mal. Oh, Ich kann das jetzt eigentlich schon aufgeben, wieder. Das ist echt... I am the Thunder of War Incarnate. Gut, hopp. Also den da einmal so. Den... Da. Okay. Das ist halt immer noch ziemlich mies für mich. Aber ich kann nichts machen. Das ist das Problem dabei. Komm, bring's jetzt einfach mal langsam zu Ende eigentlich schon. Das wird eine echt miese Runde. Wahrscheinlich wird's eine reine Nuller-Runde für mich werden. Also ich sehe mich nicht, dass ich dieses Match wahrscheinlich noch gewinnen werde. Muss ich halt leider ehrlicherweise so sagen. Es bringt mir rein gar nichts. Es bringt mir alles irgendwie rein gar nichts. Das war... Etwas anderes konnte ich da nicht machen.
fürchte, ich denke, ich gehe aber nicht davon aus, dass das insgesamt ausreichen wird, um mich noch am Leben zu halten, leider. Jupp, er wird den evolven, tradet den und kann mich dann mit Face killen. Fuck you. Ah, ist das ärgerlich. Ah, das war eine komplette Nullerrunde. Ah. So möchte ich eigentlich ungern eine neue Erweiterung einleiten. Ja. Das war echt einfach nur mies. Lass sie nicht anders sagen, einfach nur mies war das. Gut, dann. Ah ne, das war nicht das, was ich wollte. Bei Cards. Dann würde ich sagen. Oh. Ah, komm. Bei erste Folge im neuen Jahr. Öffnen wir nochmal hier auch noch ein paar Packs. Okay, das ist erstmal schon mal nichts Wirkliches. Auch nichts Wirkliches, was ich noch brauche. Ich glaube, dass ich da aus dem... Oh, das ist natürlich ganz geil. Also Belfomet ist, so, ist sowieso extrem geil eigentlich. Also das ist echt nicht schlecht. Press the Ball nicht eigentlich. Das, also Pack ist zwar gut, aber nichts, was ich brauchen würde. Oh, da wäre auch nicht so schlecht eigentlich, die Sachen, die da sind. Gut, dann Rebirth of Glory. Mal sehen, was du uns dann noch gibst. So. Oh. Aerocraft und animiert. Mhm. Wow. Ist jetzt in Ordnung. Hm. Wieder animierte Karten dabei, aber... Ja, okay. Gute Karten, aber auch wieder nichts, was ich eigentlich gerade theoretisch brauche. Oh, das ist natürlich geil. Ein zweiter Albert Levin Champion. Den könnte ich in mein Levin Deck noch packen. So, ich denke 5 weitere. Obwohl. Ja komm, doch 5. 5 weitere würden Konflikt öffne ich dann jetzt noch. Und dann 10 von den 9. Wow. Hm. Nicht so das dabei gerade. Okay, das sind eigentlich schon mal ganz... Also Levin Justice ist sowieso eine sehr geile Karte. Die werde ich auch definitiv in mein Levin Deck packen. Aha. Und die anderen Karten sind eigentlich auch nicht so schlecht. Achso, weil Resonance, deshalb hat der Rush. Okay. Blossom Spirit ist auch eine sehr starke Karte. Mhm. Wow. Also, Storm Invocation, also Runecraft ist at least 7 Invoke. Okay, when this fellow comes into play, okay. Invocation, at the start of your turn, if X is at least 7, invokes this card. When this fellow comes into play, gain X. X equals the number of allied. Ah. Ah, okay. Das Ding ist das. Hatte ich auch schon mal überlegt, irgendwie mitzuarbeiten. Aber gut, jetzt erstmal nochmal 10 von denen. Alter, das Design ist irgendwie ziemlich geil, finde ich. Gut. Das werden jetzt halt komplett neue Karten sein. Mal sehen, was die uns so bescheren. Greenwood Guardian. If at least 3 other cards, allied Greenwood Guardians have been played this match, gain +1/+1, then if at least 6 other gain ward. Das ist echt nicht so schlecht.
Sentry Gate ist geil. Bone Crane. Part of Skeleton Yard. If an allied Neturn Guard is in place, I'm in a Skeleton and Dead. Okay. Charming Gentle Moss. Das Ding finde ich eigentlich sehr interessant. Fanfare. Enhance 5. Summon a Charming Gentle Moss. Give +1/+1 to all allied Charming Gentle Mies. Mehrzahl. Mehrzahl von Maus ist Mies tatsächlich. Enhance 8, summon 2 and give +2/+2 instead. Enhance 10, summon 3 and give +3/+3 instead. Das heißt, wenn man den spielt auf 10, dann hat man 4, 5, 5er auf dem Feld damit. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar ziemlich stark, finde ich. Crossbow Sniper, Patagonian with Guardian in der Hand. Mhm. Path of Perdition. Okay, das Wort kenne ich nicht. Fünfer Bull. Okay, Countdown 3, Fünfer Bull Ride, Reanimate 7. Okay, during your turn, whenever an allied follower is someone using Reanimate, perform Necromancy 4, give it Storm. Okay, das kann fies sein. Giant Cobra. Summon two serpents im Accelerate Ward. Mhm. Fanfare deal 3 damage to an enemy follower. If vengeance is active, you resolve. Okay, das ist nicht schlecht. Calf Ringside Announcer. Okay. Give all other allied followers. Oh, fuck you. Das ist böse. Das ist richtig böse, ey. Jo, ich freue mich schon auf das Heavencraft Ward Deck. Shigigami Summon. Summon a Paper Shigigami if you have at least. Summon a Demonic Shigigami instead. Okay, Paper Shigigami ist Last Will Spell with the Cards in your hand, 1-3er. Und Demonic ist 3-3er Spell with the Cards in your hand. Sure Sighted Lancer. Destroy an enemy follower whose attack or defense has been raised. Das ist eigentlich ziemlich gut. Petalwing Paladin. Das Design gefällt mir mal wieder sehr geil. Die 4 Damage to an enemy follower. Whenever an enemy follower is destroyed, gain +1/+1. Das ist auch eigentlich eine ziemlich starke Karte, finde ich. Demonic Procession, Burial Rite, Petal Random. Oh, geil. Petal Random Shadowcraft Follower from your deck into your hand. If Burial Rite was performed with a follower with an original attack, Okay. Samurai Outlaw, aha. Enhance gain an die Wolves as follower. Ach du Scheiße. Crimson Meteor Storm, okay. Die Free Damage to all enemy followers, das ist schon mal stark. Und dann machen wir zum Crimson Sorcery, auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Part 2, Fairies into hand, if an allied, the turn greatest and play add 1 to the number of cards played this turn. Okay. Das ist auch nicht schlecht. Box of Puppets haben wir auch schon kennengelernt. Turn summon an Freunde into a Locust Teddy Bear. Last word summon a Locust Teddy Bear. Gut. Spit Shrine hatten wir. Mallet Monkey. Enhance summon a Mallet Monkey. Summon one more. Okay, 3-2-2er mit Storm. Ist in Ordnung. Den hatten wir. Steadfast Samurai. Evolve the Swallow. Reduce damage to the Swallow to 0 until the end of the turn. Okay. Your leader has the following effect. Reduce damage from spells and effects. This. Ich bin gerade... ich weiß gerade nicht, ob der... Ich glaube tatsächlich, dass man den nur mit Spells killen kann. Weil, oder halt mit Effekten und nicht über Schaden. Summon a Regal Falcon, to your leader. Woodland Cleaver, put the Greenwood Guardian in hand, if at least three allied Guardian have been played this match, the 2 damage to an enemy follower. Das ist nicht schlecht. Ice Dancing Dragonwood. Okay, the Stormwind Overflow. Auch nicht so mies. Oh! Die sieht ja knuffig aus. Inori, Timid Dragonmaid. Oh, wie knuffig. Ambush. Mhm.
Union Burst. Give all enemy followers the following effect as the start of a turn. Deal 1 damage to your leader and... Alter Schwede, ey. Das ist auch ziemlich hart. Kein Featherfolk, aha, lass uns nochmal der Kampf Featherfolk. This follower comes into play, Bazooka Goblins, das sieht immer geil aus. Die Freedoms to all enemy followers that have. Oh, das ist natürlich auch eine sehr interessante Karte. Demon Caller, summon a demonic Shikigami. Das Design ist ziemlich geil. Whenever an allied Piper Shikigami or Demon Shikigami comes into play, give it plus 1, plus 0 and rush. Subtract 0 on the cards of this cost. Okay. Spellbook subtract 1 more. Aha. Interessant. Das Ding wird so ein Massen... so ein Raushau-Ding wird das dann sein. Trident Merman. Summon a Megalock whenever... Okay, what? Antello, Pelt Warrior. Okay, das sieht mal interessant aus. If your leader has taken damage during your turn 6 times or less this match, gain the following effect. At the end of your turn, deal 1 damage to your leader and his follower. If your leader has taken damage during your turn at least 7 times, at the end of your turn, restore 3 defense to your leader. Okay. Interessant. Crimson Meteor schalten wir. Mummy Chef. If another allied follower is in play, destroy an allied follower, draw a card and restore 4 defense to your leader. Ja, es killt quasi einen anderen Follower. Interessant. Sheep Rider. Oh, das ist knuffig. Is there no allied Neturn Greatest in place? Oh. Oh, das ist natürlich auch interessant. Rush whenever the follower takes interest. Das ist halt auch nicht so schlecht. Hatten wir auch schon in Aktion erlebt. Aha. Foxlands hatten wir auch schon in Aktion erlebt. If an allied when this roll attacks or defense is increased by... Okay, die hatten wir. Traditional Sorcerer, summon a paper shigami whenever an allied paper shigami gets into play. Hatten wir die? Nein, ich glaube nicht. Okay. Ja. Give it what? Okay. Reno Clean Sweep Archer. Union Burst 10. D2 or 4 damage to all enemy followers. Damage is determined randomly for each enemy. Das ist ziemlich hart. Evolve gain plus 2 at the end of your turn, add 2 to the number of cards played this turn. Das ist echt ziemlich hart, finde ich. Da haben wir eine Legendary. Nicht die, die ich eigentlich haben wollte, aber hey. Ist eine Dragoncraft Legendary. Können wir wahrscheinlich auch was mit anfangen. Gut, give plus 1, plus 0 to an allied follower until the end of your turn. Deal 2 damage to an enemy follower. Okay, kann man wahrscheinlich gut mitarbeiten, würde ich mal so sagen. Gut, Gaius Supreme Dragonkin. Enhanced Shoes, summon a Supreme Golden Dragon, summon a Supreme Silver Dragon. Okay, Supreme Golden Dragon. What? At the end of your turn, if... An allied Gaius Supreme Dragonkin is in play with the 2 defense leader. If an allied Supreme Silver Dragon is in play, gain plus 2 plus 2. Okay. Supreme Silver Dragon, rush strike. If an allied Gaius is in play, deal 2 damage to the enemy leader, follower strike. If an allied Supreme Golden Dragon is in play, deal X damage to the enemy follower before it can deal. Ah. Das ist natürlich auch interessante Kombi. Eigentlich ziemlich mächtig sogar. Giant Cobra, Focus. Ja, das ist auch interessant, was sich da bei Portalcraft entwickelt. Give your leader the following effect. It's end of your turn. If you have at least 1 playpoint, draw a card. If you have at least 3 playpoints, draw 2 cards instead and restore 2 defense to your leader. At the end of your turn, remove this effect. Wäre auch zu hart, wenn das dauerhaft aktiv sein würde. Kostet halt 0. Sashiki Warashi. Oh, knuffig. Und wütend. Enhance Evolve the Follower can't be attacked. Okay. Das kann gar nicht. Geil. If the enemy follower has 2 defense or less before Necromancy 3, banish the enemy follower. Oh. Oh. Das ist interessant.
Gravity Grappler, haben wir schon einmal in Aktion gesehen. Charming hatten wir, Mallet Mock, Jade Long Tactician, Dragoncraft Storm, Leader Strike, Defeat Damage to a Random Enemy Follower. Okay, auch nicht schlecht. Yuki Ona, eine Schneefrau, die Mythologie dahinter ist ziemlich hart. Ich find's belustigend, aber sie ist nicht ohne. Select an enemy follower, it can't attack next turn. Gain +4/+1, destroy that follower instead. Ja. Assault Jaguar. Rush. Last word, Patte. Boost Kicker, at the end of your turn, the X damage to all enemy followers, then removes this. Das ist halt auch. Da kannst du theoretisch 7 Schaden. Also 7 Schaden Field. Feld clear machen quasi mit. Das ist schon böse. Rookie Succubus, die fand ich schon knuffig. Die One Damage to a Leader Summon if Rose Bad. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die anderen hatten wir schon alle. Schade. Da haben wir nochmal ein paar animierte. Grand Acquisition. Choose Patagated. Ja, okay, das ist eigentlich auch ganz geil. Barrage Brawler, okay, 1-0. At the end of your turn, if at least the one damage to an enemy... If you have at least one play point, the one damage to a random enemy follower. If you have at least 3 play points, the 2 damage to a random enemy follower. And das ist auch nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Twin Throat Master. If an allied commander card is in play, gain the ability to evolve for 0 evolution points. Nicht schlecht. Can attack 2 times per turn. Auch nicht so mies. Kennen wir ja schon. Star Ward. Gain +0/+1. Once each turn. When another allied follower is destroyed, put a copy of that follower into your hand. Okay. Das ist auch interessant. Muss ich mal einfach so sagen. Also wirklich. Gut. Gaiu haben wir bekommen. Mal sehen, was das dann insgesamt wird. Ich denke, das Enchanten mache ich nochmal. Das gibt auch wieder ordentlich, wie man sehen kann. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe einfach mal, dass die nächste Arena-Runde noch etwas besser verlaufen wird. Und die Packs wirkten nicht so schlecht. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Jahr. Und frohes Neues. Ciao.